5 minutes remain until chromatic doors close. Oh, so sorry, guys, but it looks like your time's up. You better hop to it and get those secondary doors open! Fuck that! We aren't gonna open shit! You can take your lamery game and shove it up your ass. If you think we're just gonna swallow your psychotic crap and play along, you've got another thing coming, you smart-ass little rodent. I'm a rabbit. Shut up! Aww. Well, shoot. I thought you might say that. Unfortunately, you have no choice but to follow the rules. Why is that? When the time comes, those three doors will automatically close. If anyone is left outside after they close, They'll what? They'll be penalized. You keep saying that. What the hell is this penalty anyway? Well, death! Your bracelets contain two drugs. The first is an anesthetic called Soparyl Beta. The other is a muscle relaxant called Tubocurarine. Okay. Your bracelet also has a bunch of needles on the inside. If you break the rules, those needles hop out and eject you. Also, diesmal keine Bombe. First is the Soparyl, which puts you to sleep. 9 minutes later, the Tubocurarine is injected, numbing your respiratory muscles. Da, den neuen wieder. I guess you could say it'll really take your breath away. You should know that the Soparyl is only there out of the kindness of Zero's heart. Oh, and I mean the real Zero. Not me. Zero just doesn't want to see anybody suffer. Ja, das Soparyl kennen wir aus Teil 1 Final, oder? Isn't that just so compassionate? If I had a heart, it'd be melting right now. Anyway, all it means is that you'll die pretty painlessly. So, hey, there's nothing to worry about, really. Of course, none of that will happen if you just follow the rules. 3 minutes remain until chromatic doors close. Stimmt, der Ace hatte sich das gespritzt, aber wurde auch in seiner Firma entwickelt. Ganz genau, China. Ah, danke nochmal. Well then, looks like it's time for me to hop on out of here. Good luck, guys! See you all later! Have a nice trap! Es war Gift in dem Armband. Es schien schwer zu glauben, aber genauso wie das ein computergeneriertes Kaninchen erzählt. Was sollten wir machen? Es gab eine Menge, worüber wir nachdenken mussten. Aber wir hatten nicht viel Zeit. For. We need to go. We need to get through these other doors. But how do we figure out which door to go through? You still don't get it? Fine. Just pay attention. We don't have much time. Zero's explanation was pretty confusing, so let me put it in small words for you. Nochmal. There are only three possible options. Option A. Sigma and I pair up with Luna. Our red and her blue can open the magenta door. Okay, also wir und Luna wäre eine Möglichkeit. Das wäre das hier. That would mean Clover and Kay would go with Alice. Their green goes with her red to make yellow. Das wäre dieses hier. That just leaves Dio and Cork as the blue pair, and Tenmyoji as the green solo. The only door they can open is the cyan one. Die Erklärung kriege ich bei jeder Tür, okay. Alle möglichen Varianten. Na, ist ja nicht schlecht. Got it. Option B. Sigma and I go with Tenmyoji, so we can use red and green to make yellow for that door. That means Clover and Kay pair up with Luna to open the cyan door.
This leaves Dio and Quark with Alice, and together, they can open up the magenta door. And finally, option C would be where we pair up with light colors to open complementary colored doors. That means Sigma, Alice, and I go through the cyan door. Clover K and Tenmyoji go through the magenta door. And Dio, Quark, and Luna go through the yellow door. Problem is, which do we choose? Please, Sigma, choose something. Was? Warte, was? Warum ich? If you don't want to, then maybe Alice or Clover can choose. Or Tenmyoji or Dio or anyone. Once one person chooses, everyone else's decisions will be made for them. But please, you have to hurry. Option C, Ozzel. Na gut. We're almost out of time. Ding, ding. 1 minute remains until chromatic doors close. Okay, okay. Ich wähle aus. Ja. Ich nahm einen tiefen Atemzug und sprach. Ach, Ozzel, ich denke, wir werden sowieso so gut wie alles durchspielen müssen und... Ne, man will doch auch auf seine Zuschauer eingehen. Fi und ich werden... So, dann gehen wir mit Alice. Alles klar. Und wenn es schief geht, Ozzel, dann bist du schuld. Ist auch schön. Ich glaube, ich würde gerne mit Alice gehen und die Cyanetür nehmen. Smooth, das ist ganz normal bei diesem Spiel. Gerade am Anfang. Ah, das ist der Weg, den du genommen hast, China. Cool. Sag, gib zu, du hast es doch dem Ozzel eingetrichtert, dass er mir das sagen soll, oder? Ja. Oh ja, Spoiler, stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Command, den ich dem Floris nochmal beibringen sollte. Sure. That means Quark and I are getting paired with Luna. I don't have a problem with that. Miss Luna's nice. That's fine with me, too. We'll take the yellow door then, right? That means Clover and I will take the purple door with Tenmyoji. So, auch eine interessante Kombination. Oh. Something wrong with me. Stimmt, jetzt haben wir die beiden wieder getrennt. Okay, what is it then? Well, you're really gonna make me say it? You're old. What? Well, you... I'll have you know I'm as spry as I was when I was 20. 10 seconds remain until chromatic doors close. Genau, ohne Lootboxen. Wahnsinn. 9, 8, 7. Die haben dafür keine Zeit. Wir müssen gehen. You're getting an earful later, young lady. Yeah, yeah, whatever. 3, 2, 1, 0. Chromatic doors closing. Huch. Crew Quarters. Da hast du recht, China. Da hast du echt recht. Ist das ein Flur? The door said crew quarters. People probably stayed here. There are numbers on each of the doors. Ah, sieht ja auch schon wieder sehr schiffmäßig aus, ne? So they're room 1, room 2, room 3, etc. Ich denke, wir sollten damit anfangen, jede einzelne aufzumachen. Looks like we were right. This place really says someone lives here. Ja, da ist ein Bett und alles. Yep. But
Who would be spending the night in a place like this? It looks too plain to be a guest room. This room probably belonged to a laborer, or some kind of blue-collar worker. I guess this is where the people who worked here stayed. Aber woran haben sie gearbeitet? Beats me. Why would I know that anyway? I don't know what this place is any more than you do. Your guess is as good as mine. Do you think it might be a coal mine? Or maybe they're drilling for oil or something. I don't know about that. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir dann doch wieder hier schiffsmäßig unterwegs sind. Was glaubst du, wohin diese Halle führt, oder dieser Flur führt? You wanna go have a look? Ja. Kein Glück. Scheint, als wäre sie verschlossen. No getting out of the hallway until we can unlock it then, I guess. Looks that way. Okay. Lass uns aufteilen und uns diese Kabinen anschauen. Zero hat uns gesagt, dass hier Schlüsselkarten sein sollen, die wir benutzen können, um diese AB-Räume zu öffnen. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Also, lass uns anfangen. Mit einem Nicken bewegten sich Fee und Alice, um sich umzusehen. Fee ging in Raum 4 und Alice ging in Raum 2. Seek a way out. Endlich mal wieder einen Weg herausfinden. Okay, ich glaube, Alice schaut sich diesen Raum an. Ah, ich glaube, sie stört sich nicht, wenn ich reingehe. So, bei diesen Rätseldingern werde ich jetzt auch nicht wieder alles übersetzen, weil ja auch wieder keiner spricht. Und viel ist es ja eben mit Wiederholung. Na, muss mal umgucken. Wir trauen dir nämlich nicht. Mal schauen, was wir hier haben. Ein Telefon. Ah, sieht schon ein bisschen älter aus. Ich meine, wir spielen ja auch im Jahre... Wie war das? 2077 oder so? Also da sollten so Kassetten, dass man das Wort überhaupt noch kennt. Kennt doch heute schon bestimmt kaum noch jemand. Ein Safe. 2028, ja gut. Dann vielleicht auch noch. Ich frage mich, was hier drin ist. Auf jeden Fall ist es verschlossen. Oh, das heißt, wir müssen hier auch noch sicherlich wieder irgendwas eingeben. Okay, wir müssen einen vierstelligen Code eingeben. Gut, jetzt hier irgendwas einzugeben ist natürlich Blödsinn. Ja, das... Wofür? Nun, natürlich. Aber wir müssen natürlich erstmal rausfinden, was wir hier überhaupt eingeben sollen. Weil so geht das natürlich nicht. Ja, wir kriegen ihn nicht auf. Deswegen bin ich ja auch rausgegangen. So, was haben wir hier? Das sieht doch eher schon nach was aus. Und was ist es? Kleines Stück Metall. Jo, wir haben ein kleines Stück Metall. Daraus kann man doch bestimmt einen Schlüssel bauen oder so. Drei Ringe. Oder wir müssen es irgendwo hineintun. Das könnte an sich ja auch schon ein Schlüssel sein. Das ist natürlich richtig. Oh. Da gucken wir gleich mal hin. Warte mal, mich interessiert das mal. Jetzt haben wir ja schon mal kurz reingeguckt. Also das ist der Flow. Hier hatten wir unsere erste Entscheidung. Und ja. Hier, uiuiuiui. Okay, hier werden wir auch wieder einiges zu tun haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Enten. Nee, mehr. Ui.
Das ist wesentlich aufgefächerter als noch bei 909. Aber eigentlich will ich da auch gar nicht so groß reingucken aktuell. Ja, stimmt. Die Art, wie man da was eingibt, ist echt schick. In das Tastenfeld. So, was haben wir hier? Okay. Sieht aus wie ein menschlicher Umriss. Ach, ein Bett. Stimmt. Stimmt, so eine Art Bett und diese Silhouette da drauf. Genau, das ist, was sie aufzeichnen, wenn jemand getötet wird. Ja, richtig, China. Da weiß man, warum du noch nicht durch bist, wenn du ab und zu mal spielst. Aber 999 hatte ja auch eine ziemlich lange Spielzeit für so ein Spiel. Also deutlich länger, als ich gedacht hätte. So, und hier der Arm sieht halt auch noch ein bisschen anders aus. Okay, aber da können wir auch nichts eingeben. Oh, und dann sind wir mit dem Raum hier schon durch. Gehen wir in den nächsten. Nummer 4, dann nehmen wir gleich mal den nächsten. Genau, Vieh. Vieh ist in diesem Raum. Mal gucken, was sie so tut. Oh, hallo Sigma. Haben wir was gefunden? Nö. Hier haben wir auch ein Telefon, okay. Genali. Okay, aber wir können auch damit keinen anrufen. Schade. Dann müssen wir halt gucken, was wir damit machen müssen. Auch hier müssen wir wieder irgendeinen vierstelligen Code eingeben. Mal gucken, ob man überhaupt jemanden anrufen kann damit. Oho, was haben wir denn hier? Was? So, you can see the naughty stuff. Ach, das. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das ultimative interaktive Poster. Ja, das woll. Ach, Smoo, du bist genau rechtzeitig gekommen hier für diese lustige neue Technologie, der Poster. Können wir hier... Nee, können wir nicht. Okay, wir brauchen eine Münze, damit wir das abrubbeln können hier. Hier haben wir wieder ein Code. Und was haben wir hier? Ah, wahrscheinlich den Unterteil. Noch ein Stück Metall. Zylindrisch, jawohl, das können wir doch bestimmt hier kombinieren. Jawohl, wir haben einen kleinen Schlüssel. Wunderbar. Und mal gucken, was wir jetzt hier auf dem Bett finden. Aha, das gleiche. Nicht schon wieder. Okay, wir haben also zwei Telefone, wir haben zwei Silhouetten. Und das hatte das Loch aber auf dem anderen Bein, genau. Auch das hat sicherlich noch irgendetwas zu bedeuten. Und das hier erinnert mich auch wieder sehr an die Captain's Quarters, die wir ja schon in 999 hatten. So, gucken wir mal hier. Hier haben wir auch wieder ein Telefon und... Hier kann man... Gucken, ist es angeschlossen? Natürlich nicht. Nö. Oh, danke. Aber hier oben, da können wir auch noch irgendwie was sehen. Da können tatsächlich... Okay, ob das die anderen Telefone sind?
und die, dass man die Tasten, die dort eingegeben, ja doch, das sind die anderen drei Telefone, oder? Oder ist es das Telefon, das sich hier spiegelt? Moment, das Matt Reflective. Nee, doch, das sind die, ist dieses Telefon, okay. Dann haben wir hier unten ein Safe. Da brauchen wir aber natürlich auch wieder das Passwort für. Hier haben wir noch eins. Ah, Moment, Moment. Da ist ein Schlüsselloch. Verdammt. Geht nicht. Ne, es ist nur das Panel. Oder das Schlüsselloch? Ja, wir haben einen Schlüssel. Hallo? Schlüssel? Rein? Okay, ist es aber nicht. Falscher Schlüssel. Dann haben wir hier ein Buch über Schrödingers Katze. Ossel, du hattest doch hier Schrödingers Katze erwähnt. Du kennst das Spiel ja doch. Precious. Achso, Tür mit Handschellen habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, mal schauen, was hier drin ist. Und ganz viel Science-Zeug, Wissenschaftszeug natürlich. Okay, aber wir lassen es hier, gehört nicht zum... Nee, haben wir es jetzt mitgenommen? Nee, wir haben es da gelassen. Interessant. Okay, und hier haben wir verschiedene Symbole. Okay, Dreieck, Blätter, Dreieck, nee, Blätterdinger und dann noch ein Dreieck. Und das hier auf der rechten Seite. Die Silhouette eines Fuchses. Ja. Es liegt da. Ach. Ach, da, okay. Naja, mal gucken. Und hier haben wir auch wieder auf der Seite. Okay. Hier haben wir linkes Knie. Ach, die Höhe ist auch noch anders. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in den Flur und die letzte Tür machen wir... Ach genau, hier sind Handschellen. Stimmt. Das dann aber beim nächsten Mal.